Yo Leute, willkommen zu einer neuen Folge im Karrieremodus vom Haas zum Ferrari hoch. Wir probieren's und wir sind in China angekommen. Und ich sehe gerade, es wird ein Sprintwochenende werden. Das heißt, wir haben Sprint-Qualifying im kompletten Regen, Sprintrennen und nochmal Qualifying im Regen fürs richtige Rennen. Das heißt, hier kommen noch geile Sachen auf euch zu. Wir sind in China, eine meiner Haas-Strecken tatsächlich. Wir sind auf P7 der Weltrangliste mit unserem Fahrer im Haas und Haas in der Konstrukteursweltrangliste auf Platz 6 leider mit 28 Punkten. Guter Abstand hier auf die Visa Casher mit 8 Punkten, aber Aston Martin auch weit vorne weg mit 45 Punkten. Knapp vor Piastri in der Weltrangliste. Das heißt, wir müssen hier wichtige Punkte einfahren, um uns hier vor den beiden zu positionieren. Das heißt, heute geht es rein in das Sprint-Qualifying auf jeden Fall, damit wir hier für den Sprint eine gute Startposition haben. Also lasst kein Abo da, um den Sprint auch nicht zu verpassen. Der geht dann nächste Folge los und dann schauen wir da gemeinsam rein, wo wir uns hier Punkte holen können. So, angekommen in der Garage befinden wir uns jetzt hier im Sprint-Qualifying für das Sprintrennen hier in China. SQ1 steht an. Es ist natürlich, wie soll es auch anders sein, am Regnen natürlich. Aber Intermediates passen am besten, finde ich auch sehr gut, weil die Wet-Reifen finde ich so, so schlecht. Das heißt, wir müssen jetzt hier rausfahren auf unseren Intermediate-Reifen. Wir fahren raus, keine Zeit verschwenden. Wir müssen hier unsere schnelle Runde setzen und fahren hier raus in China, damit wir hier hoffentlich die gute Zeit setzen können. Bei diesem Wetter nicht allzu einfach. Mann, ich hasse China. Und dann müssen wir hier auch noch bei Regen ran. Junge, Junge, Junge. Okay, wir versuchen unser Bestes hier zu geben. Carlos Sainz mit 1,43 sehen wir hier schon. Das kann jetzt das werden, Leute. Das kann ein richtiges Bruchfest heute hier werden. Deswegen mal gucken, was wir hier rausklöppeln können. Auf geht's hier auf unsere erste schnelle Runde mal. Strecke ist noch nicht so trocken gefahren. Aber wir geben hier unser Bestes schon mal, um hier eine gute Runde gleich mal zu setzen. Schwierige erste Kurve direkt mal hier. Darf man nicht zu viel an Pace verlieren, aber auch nicht zu schnell reinfahren. Generell China finde ich immer sehr, sehr anspruchsvoll. Kommen wir gut hier einigermaßen raus. Müssen das Heck ein bisschen einfangen. Schön ranbremsen hier und Gas geben. Nicht zu früh, aber auch nicht zu spät. Ich habe da so meine ein, zwei Kurven, wo ich immer viel Zeit verliere. Deswegen müssen wir hier viel Zeit rauskratzen am besten schon. Bevor es zu meinen Hasskurven gleich kommt. Bisschen Curb hier mitnehmen, nicht zu viel. Boah, es ist schon echt wie auf Eierschalen hier fahren. Und gegenarbeiten, was das Zeug hält hier am Lenkrad. Jetzt kommen meine Hasskurven gleich. Hier einmal schön reintauchen. Und hier komme ich nie mit gut Pace raus. Denn hier will der Wagen auch immer nie, dass ich hier gut rumkomme. Hier muss ich immer viel ackern. Falls ihr Tipps habt für diese Kurve hier mal irgendwann, könnt ihr mal reinschreiben. Wenn ich hier zu wenig am Gas bin, verliere ich ganz viel Zeit. Wenn ich zu viel am Gas bin, rutsche ich nur weg. Das ist auch ein trockener Fahrbahn bei mir so. Da kann ich immer nicht viel machen. Verliere immer ganz, ganz viel Zeit in dieser Kurve. Und gerade auch bei diesem Wetter ist das nicht so besonders gut. Auch die Kurve schlecht genommen hier leider. Jetzt nochmal hier. Über Start und Ziel, bis wir es rauskratzen. Mit ERS nochmal feuern. Wir landen gerade auf P2 mit dieser Zeit. Was schon mal super ist. 1,42,3. Auf P3 jetzt direkt. Okay, okay. Da kommen jetzt ein paar Zeit natürlich erstmal hier reingescheppert. Boah, Runde war echt nicht schön. Es macht keinen Spaß, hier bei Regen zu fahren. Ich bin aber trocken. Bei Trockenfahrten finde ich China auch nicht toll, muss ich sagen. Ich habe mir im Stream mal gehört, dass ein paar Leute, die sogar lieben die Strecke, könnt ihr mal reinschreiben, wie ihr die Strecke findet hier in China. Aber ich finde, es gibt wenig Kurven, wo ich mich hier wohlfühle und wo ich hier einfach gut durchkomme, muss ich sagen. Es wird sich natürlich ein bisschen jetzt hier noch so eine leichte Bahn wieder bilden, wie letztes Mal auch in Australien, meine ich, als da geregnet gehabt. Deswegen müssen wir mal schauen, dass wir nochmal gleich rausfahren vielleicht am Ende von SQ1. Hier unser erstes Sprintwochenende. Wir sind auf P7. Die Fahrer sind alle nochmal raus. Rutschen auf P8 runter. Wir müssten auf jeden Fall halt hier vorne wegbleiben. Und da ist die Frage, schaffen es die anderen Fahrer hier,
noch viel, viel bessere Zeiten zu setzen, unter anderem Hülkenberg. Es wäre schon toll, wenn wir unsere Reifen hier ein bisschen sparen könnten. Haben jetzt hier sogar schon zwei Intermediates angefahren, was natürlich echt blöd ist. Ich glaube, wegen dem Training vorhin. Da musste ich hier ein bisschen Intermediates auch schon nutzen, weil es da auch schon geregnet hat. Deswegen, es wäre super, wenn wir jetzt hier nicht nochmal rausfahren müssten tatsächlich. Wir machen ein bisschen Zeitbeschleunigung, gucken uns an, ob wir hier hoffentlich durchkommen. So, Zeit ist gleich durch. Die letzten fahren noch ihre Runden. Wo sind wir gelandet? Wir sind auf P8 geblieben. Sehr gut, dass wir nicht mal rausgefahren sind und die Reifen gespart haben. Mit 1,42,3 sind wir auch mit gutem Abstand hier tatsächlich auf Alex Albon. Noch in P8 und kommen in SQ2 rein. Wichtig, wichtig, Reifen gespart, die wir leider im Training ja benutzen mussten. Setzt jetzt mal unsere erste Runde, wobei das auch fast schon die letzte sein wird dann, weil es natürlich hier einfach auch nicht besser wird und meine Reifen dann auch wieder aufgebraucht werden. Ich brauche ja für Kühlreiter noch einen frischen Satz, deswegen müssen wir jetzt hier nochmal alles geben auf den Reifen. So, wir sind jetzt dann draußen und versuchen hier in SQ2 nochmal eine gute Zeit zu setzen. Wetter sieht immer noch nicht besser aus, leider. Leclerc mit einer 1,43 hier am Start. Wir geben unser Bestes, um hier nochmal was rauszukratzen. Unsere Scheißkurven wissen wir bereits. Deswegen müssen wir vorher jetzt viele rauskratzen, um hier eine gute Runde hinzulegen. Auf geht's! Hier wieder mit schön viel Speed rein, aber auch nicht zu viel. Das wird auch im Rennen hier spannend, gemeinsam hier durchzukommen. Gleich im Sprint. Hier früh aufs Gas, aber auch nicht zu früh. Wieder muss ich hier viel ausgleichen. Nicht zu früh und nicht zu spät auf die Bremse, damit wir gut rumkommen. Zack. Viel, viel Tempo hier mitnehmen. Nicht den Curb hier zu sehr berühren, der ist immer sehr tückisch, genauso wie der hier auch. Die meiden wir diesmal ein bisschen lieber, die sind dann wie Seife. Leichter Drift, müssen aber hier früh aufs Gas, um hier gut rauszukommen aus der Kurve. Auch hier wieder nicht zu spät. Diesmal versuche ich ein bisschen hier vorsichtig am Gas zu sein. Von außen vielleicht den Schwung hier gut mitzunehmen. Trotzdem will er sich wieder schräg stellen. Zweimal. Zack. Aber besser genommen diesmal die Kurve. Viel, viel besser. Hauen wir hier ein bisschen aus der Batterie raus. Dass wir so bei 38 ungefähr sind. Für die Gerade ein bisschen was sparen. Gute Runde bisher, muss ich sagen. Jetzt nicht noch verkacken. Guten Exit hier bekommen. Viel Curb mitnehmen und jetzt nochmal alles rausbrettern. Sau starke Runde, muss ich sagen. Wir setzen 1,41,2. Sind auf P2 damit. Unfassbar stark. Die Runde, muss ich sagen, hat sich sehr gut angefühlt. Perfekt hier die Runde gemacht. Das heißt, wir könnten jetzt theoretisch uns nochmal einen Reifen sparen für Q3. Also alles richtig gemacht erstmal hier jetzt. Im Regen. Das heißt, wir warten jetzt noch kurz, was die anderen hier gefahren sind. Eine Runde werden wir nicht nochmal fahren. Die Runde war perfekt, da können wir nicht wieder rauskratzen, würde ich fast schon sagen. Deswegen, hoffentlich reicht es für Q3, wir gucken jetzt sofort rein. Qualifying ist rum und wir sind tatsächlich auf P2 geblieben mit einer 1,41,2. Auch mit gutem Abstand auf Alex Albon wieder. Raus, leider hier in Q2, SQ2 natürlich, sind Esteban Ocon, Nico Hülkenberg, Carlos Sainz, Lance Stroll und George Russell. Das heißt, wir konnten uns hier tatsächlich in SQ3 reinmanövrieren und das auch gar nicht mal so schlecht. Da können wir echt stolz auf uns sein, deswegen gehen wir jetzt rein in SQ3. Schon die Erwartungen, würde ich sagen, sehr geschlagen hier. Deswegen, jetzt geht es dann jetzt hier rein in die entscheidende Runde nochmal um die Pole Position vielleicht dann sogar. Haben jetzt hier genau unseren frischen Reifensatz, den wir gebraucht haben für SQ3, genau richtig gegambelt hier diesmal. Und wir sehen jetzt auch schon hier, ja, das Getriebe 61%, aber sollte alles noch hier im Rahmen sein. Der Rest ist auch noch alles perfekt. Wenn wir nochmal so eine Zeit schaffen könnten wie eben, wäre super. Die muss ich sagen, die Runde war echt sau stark, die uns hier in SQ3 reingebracht hat. Das Ding ist halt echt, wenn ich die Reifen jetzt einmal benutze und ans Limit gehe, dann sind die Reifen einfach auch durch. Also wenn ich dann nochmal eine schnelle Runde setzen möchte danach, kann man es quasi fast schon gar nicht mehr. Deswegen, es gibt nur einen Versuch hier im SQ3, um sich hier gut positionieren zu können. Ich glaube, wir fahren einfach mal raus. Wir fahren einfach mal raus. Ich glaube, viel trockener wird es hier auch nicht mehr, als es jetzt gerade dann schon ist. Wir sind ja jetzt schon ein paar Sessions jetzt hier gefahren.
Und ich würde sagen, wir geben uns jetzt mal raus hier auf die Strecke, auf unserem einzigen Intermediate-Satz, den wir noch haben. Klar wäre es geiler gewesen, mal zwei Frische zu haben, um am Anfang mal zu fahren, am Ende mal zu fahren, aber aufgrund des Trainings und so weiter war das leider nicht möglich. Deswegen gehen wir jetzt rein in die schnelle Runde. Drückt die Daumen, dass wir hier nochmal für SQ3 uns gut positionieren können. Angekommen auf der Strecke versuchen wir jetzt hier, uns für das Sprintrennen eine gute Position zu sichern. Hamilton mit einer 1,43 unterwegs. Die konnten wir gerade schon gut unterbieten. Das heißt, wir müssen jetzt mal gucken, was sind jetzt hier die Verhältnisse der Strecke. Der leichte Regen wird mindestens 20 Kommt einer Minuten schnell, anhalten. Alonso. Intermediates passen gerade am besten. Intermediates passen am besten. Wir legen jetzt los hier auf die schnelle Runde. Lassen ihn ein bisschen vorfahren, vielleicht vor uns. Ein bisschen Windschatten noch ein bisschen abgreifen, vielleicht. Auf geht's jetzt nochmal hier. Alles rauskratzen. Boah, komm mal hier leicht auf den Curb drauf. Es ist schon echt rutschiger, muss ich sagen. Als in der ersten Runde. Oder in der SQ2-Runde auf jeden Fall. Der Wagen fühlt sich nicht mehr so sicher an wie eben. Vielleicht hilft der Windschatten von Alonso hier ein bisschen uns dann. Wenigstens hier die Zeit gut zu machen, doch noch, die wir gerade ein bisschen verloren haben im ersten Sektor. Kommen hier nah an Alonso ran. Müssen wieder viel ausgleichen. Der Wagen schmeißt sich fast hier weg. Keine Track Limits. Ganz, ganz, ganz knapp. Jetzt wäre es wichtig, hier schön an Alonso dran zu bleiben. Um jetzt hier auch schön außen langsam zu beschleunigen. Rauszukommen. Hier sehen wir, verlieren wir viel Zeit auf Alonso. Das ist immer das Problem hier in der Kurve. Ich krieg die einfach nicht ordentlich hin. Fast wieder Track Limits. Das gibt's doch nicht. Ganz, ganz schlecht. Leichter Windschatten von Alonso kann uns hier ein bisschen helfen, nochmal gut Zeit hier rauszukratzen in den letzten paar Kurven. Jetzt nochmal alles raushauen an Batterie. Und es ist eine Pole Position, Provisional Pole. Mit einer 1,41,8. Heieiei, doch so gut. Hätte ich nicht gedacht. Die Runde war echt Arschritze fast schon, würde ich sagen. Deswegen mal gucken, was jetzt hier daraus wird. Junge, Junge, Junge. Windschatten hat mal gut geholfen, würde ich fast schon sagen. Auf der einen Geraden. Aber die Runde war echt schlechter als die davor. 8 Zehntel haben wir verloren als Vergleich zu der SQ2-Runde, meine ich, waren das ja. Junge, 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 okay. Abwarten jetzt erstmal, die Fahrer werden noch einmal rausfahren, fahren nicht nochmal raus. Minute noch im Qualifying hier. Ist das die Pole Position? Das kann ich ja fast nicht glauben. Wir haben noch 50 Sekunden Zeit, es ist over. Keiner ist mehr draußen, wie kann das sein? Wir werden mindestens 20 Minuten leichten Regen haben, vielleicht länger. Leichter Regen dauert an. Was? Intermediates sind im Moment die schnellsten Reifen. Bin ich doof? Was ist denn los hier? Pole Position? In China? Okay. Wir behalten das mal im Auge, aber es ist halt over oder es ist ein Bug. Jetzt bin ich gerade ein bisschen geschockt. Wir machen quasi den Magnussen damals aus Brasilien. Aber ohne Red Flag und so weiter. Setzen den Haas hier anscheinend echt. Ich will es doch nicht glauben. Ich will erst mal sehen, jetzt gleich, dass das steht. 2 Sekunden brauchen wir noch, bis es rum ist. Qualifying ist beendet. Keiner ist auf der Strecke. Das kann doch nicht wahr sein, hä? Ich fasse es nicht. Fahren wir rein in die Box. Ich will es sehen. Ich will es sehen. Hau mit Ding! Oh, hallo, hä? Was kann das? Also, es muss ja sein. Da ist keiner mehr draußen gewesen. Es ist die Pole Position hier im Sprint-Qualifying in China. Ich glaub's doch nicht. Was? Mit dieser Runde sind wir 2 Zehntel vor Max Verstappen. Wie kann das sein? Wir fahren hier immer noch auf 105 KI. Und sägen hier quasi Max Verstappen und den Rest komplett ab. Junge, Junge, Junge. Was ist denn hier los? Ich kann es gar nicht glauben. Zack. Unsere Wertung muss ja mal sowas von hochgehauen werden. Tempo war extrem anscheinend jetzt hier. Dass das in China passiert, hätte ich niemals gedacht. Leute, Leute, Leute. Hilfe. Wir haben es tatsächlich geschafft, auf die Pole Position zu kommen, hier im Sprint Qualifying. In der nächsten Folge geht's dann rein in den großen Sprint hier. Seid gerne am Start, lasst ein Abo da. Unfassbares Qualifying, hätte ich niemals gedacht. Schreibt gerne rein. Können wir die Pole verteidigen? Gute Punkte hier holen, das wäre sau, sau wichtig im Sprint. Also bis zur nächsten Folge, würde ich sagen. Haut rein und tschüss.